Karl Algöver spielt mit Spezialschuhen, sagt aber, er habe keine Schmerzen mehr wegen seiner Fußbeschwerden. Spreizfuß hat er. Kein Abseits. Thomas Kempe. Nochmal Thomas Kempe. Und nochmal Algöver. Klinsmann. Zum ersten Mal in diesem Spiel wirklich was los im Strafraum. Jürgen Klinsmann, der hatte die schlechteste der Chance. Jetzt ist es auch auf der anderen Seite offen. Lerby gegen den Libero, gegen Bernd Förster. Und Lothar Matthäus, der kann ja schießen aus der Entfernung. Da ist er drin. Hans Büchler. 37. Minute. 1:0. Für den FC Bayern. Schön gemacht von Lothar Matthäus. Hier da Bernd Förster aussteigen lässt. Und den hat keiner gedeckt, den Außenverteidiger. Verdienter Lohn für den FC Bayern, der mehr vom Spiel hatte, mehr angegriffen hat, bis auf diese große Chance vom VfB das Spiel bestimmte. 37. Minute, Spielstand 0:1, Torschütze Büchler. Udo Lattek. Die VfB-Stürmer fast immer einen Schritt zu spät am Ball. Thomas Kempe kann sehr weit einwerfen. Und dritter Eckball. Ja, der hat gut, der Aumann, und gut gemacht, und Schäfer. Also Respekt vor dieser Bayern-Abwehr bisher. Fast ein zusammengewürfelter Haufen. Dürnberger spielt rechts, Pflügler muss links spielen. Eder und Augenthaler auch nicht gerade aufeinander eingespielt. Aber bisher in fast allen Situationen souverän. Und das Mittelfeld der Bayern einfach harmonischer. Michael Rummenigge. Foul von Karl-Heinz Förster. Schiedsrichter ist Dieter Pauli, der 42-Jährige aus Reit, FIFA-Schiedsrichter, sozusagen Nachfolger von Walter Eschweiler, der traditionsgemäß in den letzten Jahren diese Spiele gepfiffen hat. Letztes Jahr 1:0 für den VfB Stuttgart, und man sagte, jetzt sei die Angst vor den ganz Großen, vor Bayern und dem HSV, dahin. Lothar Matthäus beim Freistoß. Flügler, Karl-Heinz Förster, Wohlfahrt. Ja, das ist richtig, es zu versuchen, wie Lothar Matthäus von Borussia Mönchengladbach gekommen. 26 Länderspiele und über 2 Millionen Mark teuer. Bernd Dürnberger. Schauen Sie sich das an, wie einfach das geht. Dürnberger. Und 2:0. 44. Minute. 2:0 für den FC Bayern. Schauen Sie, wie leicht diese VfB-Abwehr auseinanderzunehmen ist. Und wie schön er da zuerst Müller versetzt, Übersicht behält. Rohleder für diesen Heber zu weit vor dem Tor.
Die letzte Minute der ersten Halbzeit. 2:0 für den FC Bayern. Ein bisschen zu hoch vielleicht, aber allemal verdient. Sie sind harmonischer. Ihnen fällt im Angriff was ein. Sie können die Stuttgarter Abwehr ausspielen. Der VfB nur mit einer einzigen großen Tormöglichkeit. Helmut Benthaus wird ja in der zweiten Spielhälfte eine dritte Spitze bringen. So ist die Bayern-Abwehr kaum zu bezwingen. Eine Abwehr, die aus der Verlegenheit von Udo Lattek, dem Bayern-Trainer, geboren werden musste. Er hat viele Verletzte, wie auch sein Gegenüber. Wenn vor Saisonbeginn jemand gesagt hätte, mit Dürnberger, Eder, Libero Augenthaler und Hansi Pflügler als linker Außenverteidiger spielt ihr beim VfB, da hätte wahrscheinlich Lattek die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber 2:0 Führung, kein besonders gutes, aber von den Bayern sehr konzentriert, taktisch und technisch überlegen geführtes Spiel. Thomas Kempe. Sigurd Winzern bisher nicht sonderlich aufgefallen. Und immer wieder diese hohen Flanken, vielleicht jetzt mit Erfolg. Vor allen Dingen Augenthaler holt da raus, was rauszuholen ist. Dabei ist er mit 1,80 gar nicht mal besonders groß. Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Pauli aus Reit. 2:0 Führung für den FC Bayern München beim deutschen Meister. Nach 45 Minuten sehr deutlich. Beginn der zweiten Halbzeit, beide Mannschaften unverändert aus der Kabine gekommen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass Helmut Benthaus Peter Reichert eine dritte Spitze bringt. Aber weiterhin Klinsmann und Klaasen gegen eine kompakte Bayern-Abwehr. Relativ wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Und die Bayern mit Sören Lerby im Angriff. Dürnberger. Jürgen Klinsmann. Schön hat er sich da gelöst. Aber immer noch 2:0 für den FC Bayern. Sigurd Winzern. Und die Bayern einfach einen Tick schneller. Lothar Matthäus. Vier Stuttgarter gegen zwei Münchner. Roland Wohlfahrt. Er kann mit links schießen. Oh ja, Roland Wohlfahrt. In der zweiten Liga beim MSV Duisburg Torjäger.